Okay. Ja, ihr da oben, ihr könnt mich mal gern haben. Teleport. Und der Schalter. Gut. Ach, jetzt habe ich sie rausgelockt. Okay. Hi. Gut, das kann ich noch unterbrechen. So, Heilung. Blocken und unterbrechen. So, Nummer 1 ist tot. Nummer 2. Der Feuerball wird durchgehen. Ist aber zum Glück nur einer. Ja, diese Basilisk-Viecher halten zum Glück nicht so viel aus. Was droppst du? Nichts, was wir wirklich gebrauchen könnten. Teleporter. Oh, Nachtschatten ist hier. Sie war recht nett in ihrer Einzelzelle. Alle Jungs wollten mit ihr reden. Sie bekam eine Spezialbehandlung vom Direktor, da sie aus einer reichen Familie stammt. Sie ist auch sehr gefährlich. Ich kann dir ein wenig mehr über... Ich kann das ein wenig mehr erläutern, wenn du willst. Hauptsächlich solltest du Nachtwolke ausweichen, also wenn sie diese Fertigkeit einsetzt, sei weit weg und stehe auch nicht zu nah an einer Wand, da der Wirkungsbereich sehr groß ist. Ich mach das schon. Nein. Zum Boss warte ich erstmal noch nicht. Den Quicksave bitte. Ich würde nämlich erstmal gerne den Teleporter nehmen. Also hier komme ich rein. Da geht's zum Boss. Wahrscheinlich hat sie hier irgendeinen Gegenstand, um die Tür zu öffnen. Oh, sehr schön, die Karte. Ach, hier geht's zum Anfang. Ha. Okay. Wir laden jetzt erstmal ab. Das können wir hier recht gut. Die beiden Steine erstmal nicht. Die können weg. Die Hose kann weg. Die kann weg. Das kann weg. Nö, mit dem Helm ist sie auf jeden Fall besser dran. Und das ist auch nicht so wirklich toll, das Teil. Ja, hier war ich noch nicht drin. Fällt mir gerade so auf. Hier drüben waren wir, hier waren wir.
Ups, falsch gegangen. Also ja, für den Boss bleibt ja mehr als genug Zeit. Jetzt, wo wir die Karte haben, können wir uns erst ein bisschen um das Level kümmern. So, jetzt sind wir hier. Das ist noch einigermaßen klar und verständlich. Hier kommen wir nämlich nicht weiter, außer nach hier. So. Genau. Und haben den Teleport, der uns hier hinbringt. Mhm. Und der bringt uns nach hier. Gut. Untenrum brauche ich gar nicht gucken. Weil unten gibt es einfach nur die Wege nach oben wieder. Also höchstens, dass ich hier dann gucke. Ja. Der Teleport bringt mich hier in den Raum. Hoppala. Ja gut, aber wie komme ich nach dahin? Ah, das ist die schöne Frage. Also nochmal hier rein. Da war der Elite-Naga. Nee. Ausdaueropfern können sich beide nicht leisten. Von irgendwo habe ich doch zum Boss reinglotzen können. Der Boss war hier. Oder nicht? So, jetzt bin ich hier drüben. Nebenbei, was sagt eigentlich das hier? Platziere mich mit einer Familie in einem dunklen Raum voller Kohle. Ah. Ja, dafür muss ich runterhüpfen. Ups. Und dämlich sein. Nochmal runterhüpfen, bitte. Am besten gleich zweimal hintereinander heilen und nicht wieder da reinspringen. Soll das seine Familie sein? Also es ist ein dunkler Raum voller Kohlebecken. Und es geht auch tatsächlich was auf. Okay, ein Steinchen. Lege mich an einen Ort, wo du etwas genommen und erwartet hast, dass etwas passiert, aber nichts passierte. Und dann treffen wir uns endlich. Ist das hier eine Schatzkammer? Kompendium des Überlebenden. Stahlhillebarde. Oh. So, kannst die da haben. Der Seite haben wir durch des Löwen.
Und ein Kompendium der Konzentration. Okay, das heißt, wer auch immer die Schatzjagd angestiftet hat, ist jemand anderes. Als derjenige, der uns hier in dem Dungeon herumirrt, ist, habe ich so das Gefühl. So, hier drin ist nichts, aber hier drin war ich noch nicht. Hier drin ist leider auch nichts. Und wenn ich schon hier unten bin, drücke ich noch das da auf. Nach zu Level 17. Oh, das wird das hier sein. Ne? Gut, ach, das ist jetzt dauerhaft offen. Auch gut. So, jetzt bin ich wieder hier. Aber hier wollte ich nicht unbedingt hin. Ah, jetzt bin ich hier. Also ja, du siehst irgendwie wie der Boss aus. Oder du bist jemand anderes, hä? Kannst dich ganz genau erkennen. Und auch von hier komme ich da nicht richtig hin. Hä? Ah, warte mal kurz. Nee, halt, ich muss doch hierher zurück. Dann wieder hier runter. Jetzt bin ich hier, okay. Ach, das ist immer noch der Helm, der nicht wirklich was taugt. Außer die Treppe führt dahin. Das könnte auch sein. Das können wir ja dann nachher gucken. Aber erstmal will ich kurz was anderes rausfinden. Dumm. Naja, falsche Taste. So, ist die Frage, muss ich jetzt noch hier durch? Ach nee, das ist der Raum. Den mache ich nachher. Ich will hier rüber. Ja, von da aus konnte ich da reinsehen. Und da sehe ich die Tür von hier aus. Okay. Ja, gut. Das heißt, alle Wege führen dahin. Aber jetzt kann ich mich mal um den Raum hier kümmern. Okay, gewinnt ihn.
Teleporter, der portet mich auf die andere Seite. Der bringt mich wieder zum Anfang. Oh, ein Mana-Trank. Einmal zum Anfang, bitte. Okay. Das ist jetzt einfach A.